Doch selbst in seinen schwächsten Momenten findet sich noch ein Übermaß seiner erhabenen Komposition, seines unnachahmlichen Gespürs für Stil und seinen hingebungsvollen bla 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 Trommelwirbel bla bla bla. Natürlich kann ich diesen speziellen Film hier erst dann beurteilen, wenn ich ihn gesehen habe. Wird er ein Magnum Opus oder ein gewaltiger Flop? Interessant ist allerdings, dass... Ich glaube, dieses Ad soll eigentlich immer so ein Dings sein. So ein Absatz. Textbox-Trenner. Kann sein. Okay. Mhm. Dass die schon eine ganze Weile reden? Ja. Den Typen am Eingang? Nee, noch nicht, würde ich sagen, weil sonst kommen wir vielleicht damit rein oder so. Na, wir müssen doch eh erstmal mit Emiliana sprechen, also gehe ich nicht davon aus. Ich nehme ihn mal. Hallo. Ja. Ist es immer noch Zeit für ins Kino? Immer noch nicht Zeit, ins Kino zu gehen? Ach ja, ich fürchte, sie bauen drin immer noch auf. Könnten Sie bitte noch etwas Geduld haben? Wir werden einfach warten müssen, Ernest. Wir könnten uns in der Zwischenzeit vielleicht etwas umschauen. Ich mag den. Ich nicht. Der sieht so aus, als wäre... Der sieht aus wie aus Ohana. Hatten wir dieses Pärchen nicht schon... Nein, hatten wir nicht. Doch, die hatten wir. Die hatten wir einmal. Ja, eben. Ich kann es immer noch nicht glauben. Exklusive Eintrittskarten zur Pop-Premiere von Reggie D. Rectors neuesten Film und du hast sie gewonnen. Du bist der Beste. Punch. Nein, du bist die Beste, Judy. Die Beste, weil du an mich glaubst und mir den Mut gegeben hast, überhaupt an diesem Preisausschreiben teilzunehmen. Du bist einfach der Beste und der beste Glücksfans noch dazu. Ich bin so stolz auf dich und ich nutze dich nur aus. Oh. Weißt du, dass du auch die beste Kussszene aller Zeiten am Ende des Films losgehen? Ich bin so heiß drauf, dass wir dann auch rumknutschen. Wusstest du, dass das Savoy echt das beste Kino in ganz London ist? Ohne Witz, wir müssen drin die besten Fotos zusammen machen. Darauf kannst du wetten. Ich werde jeden Moment, den wir zusammen verbringen, auf Film festhalten. Jeden einzelnen. Jeden einzelnen? Ja, auch die Nachkussszene. Also dieses Pärchen ist creepy. Ich mag die. Finde ich creepy. Die sind fast so wie wir. Nein! Naja, wir halten ja auch fast jeden Moment auf Film fest. Nein, Quatsch. Nicht so krass. Oder? Was? Nein, tun wir ja nicht. Keine Sorge, ich habe hier keine versteckten Kameras installiert. Das ist ernst gemeint. Was guckst du mich so an? Jetzt Emiliana? Ja, habe ich schon. Okay. Guten Abend, Emiliana. Catriel, was machen Sie denn hier? Sie widern mich an. Gehen Sie. Unser Ernest hat Eintrittskarten für ein Liebesfilmchen oder sowas gewonnen. Also habe ich mich entschlossen, ihn zu begleiten. Aber ich schleiche mich dann aus dem Film und gehe in... Kill of Death 3. Ja. Stirb schnell und schmerzvoll. Aber die Frage ist vielmehr, was Sie hier machen, Emiliana. Gab es etwa einen Zwischenfall? Nein, nein. Ich bin nicht wegen Kriminalangelegenheiten hier. Ich bin auch wegen des Filmes gekommen. Los, ihr beiden! Ihr beiden! Die gehören zusammen! Er ist nervig, Sie sehen nicht, was du da zeigst. Ja, aber ich meine, anhand dessen, was sie sagt, sie ist wegen des Films gekommen. Vielleicht hat sie einen Freund. Ach, hat sie nicht. Guck mal, wer würde schon... Los, weiter. Ja. Oh, ich wusste gar nicht, dass sie eine Filmfreundin sind.
Hm, als Filmfreundin würde ich mich vielleicht auch nicht bezeichnen. Aber ich mag die Abwechslung. Alle die Profile, den ganzen Tag erfordern ganzen, eine Menge. Den ganzen Tag. Eine, das ist eine, benötigt eine gewaltige Konzentration, die sie nicht aufbringen können. Aber heute Abend sind doch nur Leute hier, die an der Produktion beteiligt waren. VIPs sind, oder Eintrittskarten gewonnen haben. So wie ich. Ich will ja nicht angeben, aber ich habe Eintrittskarten gewonnen. Darf ich also davon ausgehen, dass sie auch an dem Preisausschreiben teilgenommen haben? Nein, ich hatte eine Nebenrolle. Sieh, ich habe am Preisausschreiben teilgenommen. Und jetzt? Das macht mich noch lange nicht zu Filmfreundin. Ich habe nur am Preisausschreiben teilgenommen, weil... Und zufällig habe ich dann auch gewonnen. Aber das ist ja unglaublich. Also ich meine, dieser Film wurde so heiß herbeigesehnt. Und die Karten waren sicher auch schwer umkämpft. Die Gewinnchancen waren bestimmt ziemlich gering. Ich musste über 100 Mal an der Ziehung teilnehmen, um einmal zu gewinnen. Boah! Da hat er jetzt aber was rausgehauen. Ich habe mehr als 200 Mal teilgenommen. Ich habe gar nicht teilgenommen! 200 Mal? Ich meine, ich habe einfach immer nur sehr viel Glück in mir, nicht? Was? Ich verstehe schon. Jetzt wird alles glasklar. Sie tun also so, als ob sie Filme gar nicht mögen, aber in Wahrheit sind sie nur wegen des Durian Popcorns hier. Bipim. Was? Welchen Beweis haben sie denn? Um diese Behauptung zu stützen. Ich mag noch nicht einmal Popcorn. Sie wollen es also nicht zugeben? Immer noch nicht. Das ist nicht wahr. Ich werde nicht hier rumstehen und den ganzen Abend mit Ihnen streiten, Catriel. Ich gehe jetzt rein. Tschüss. Tja, Catriel kann Leute vergraulen. Oh ja, das sollten wir auch. Ich hole mir schon mal unsere Tickets raus. Ach ja, hallo Sir. Sie haben doch einen guten Abend, ja? Ach ja, das ist mir eher unangenehm, Sir. Wissen Sie, ja, ich fürchte, Hunde sind im Kino nicht erlaubt. Ach ja. Nanu? Ach ja, und wissen Sie, diese Eintrittskarte ist nur für 2 Personen gültig. Personen meint meist aber nur Menschen und keine Vierbeiner, oder? Oh, verstehe. Das ist der Nussknackerprinz, der Typ. Ja. Meine Güte, Shirl, es tut mir so leid. Ich habe gar nicht daran gedacht, eine Eintrittskarte für dich zu kaufen. Oh, Ernest, da würdest auch deinen Kopf vergessen, wenn er nicht angeschraubt wäre, oder? Angeschraubt? Und du etwa nicht? Tja, dagegen können wir jetzt wohl nichts machen. Ich fürchte, du wirst einfach hier draußen warten müssen, bis der Film vorbei ist und hungern. Na sicher, ich treibe mich hier einfach auf der Straße herum wie ein Streuner. Und dann kommt der Hundefänger und dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Es ist ja auch nicht so, dass ich zurückgehen und im Büro warten könnte. Mit diesen Pfoten kriegt man keine Türen auf. Na schön, alles klar. Ich warte hier. Tut mir aber bloß den Gefallen, dass ihr euch nicht den ganzen Abspann anschaut. Guter Junge, wir sind bald wieder da. In Ordnung, Ernest, sollen wir? Oh, ja. Ach, was für eine Hundegottheit habe ich nur verärgert, um das verdient zu haben. Aber das ist wirklich gemein. Ja. Und nicht mal irgendwie hier hast du einen Knochen oder sowas. Echt, ey. Frechheit. Hier ein Rätsel von ihm. Nicht. Nein. Ach, das ist eine grobe Nummer. Ich bin so gelangweilt. Nun kommt schon, Katniss. Katniss? Nee. Nein.
Wie lange wollt ihr mich noch hier draußen lassen? Wenigstens haben sie mich nicht an eine Regenrinne gekettet. Oder sowas. Oder Laterne oder sonst was. Rein. Rein. Gehen wir rein. Klick, klick, klick. Tap, tap, tap. Ich kann nicht glauben, dass es so weit ist. Dass es so weit ist? Ja, weil so weit schreibt man das dann trotzdem auseinander? Ja. Okay. Reggie Directums neuestes Meisterwerk wartet auf uns. Ich bin außer mir vor Spannung, Miss Layton. Das bin ich wirklich. Ernest, dieser Torpedo der Liebe-Film, das ist doch eine Romanze, oder? Nein, es ist, wie der Name schon sagt. Nein. Ein Schmuddelfilm. Nein, wir reden hier nicht von Nein-Nein-Seiten. Das ist ein Stream, ein kinderfreundlicher Stream. Mit einem Film namens Torpedo der Liebe. Ja, eine Romanze. Keine Nein-Nein-Filmchen. Ich finde nicht, dass Romanzen kinderfreundlich sind. Weiß ich nicht. Ich glaube, Kinder würden da lieber sich übergeben, wenn sie sowas sehen. Aber bei Gefühle! Okay, komm weiter. Ja, mit wem geht die dann eigentlich, wenn die Karten ja eigentlich für zwei auch sind? Oder Ernest musste 100 Mal ziehen, um zwei Karten zu Er musste 100, um einmal zu gewinnen. Vielleicht hat er noch öfter, um zweimal. Nee, aber er hätte ja gesagt, ich war. Okay. Ja, Romanze. Das ist ihm jetzt erst klar geworden. Nun ja, es ist eine Liebesgeschichte, aber es ist auch noch so viel mehr als das, Miss. Eine Komödie, ein Actionfilm, was war das? Weiß ich nicht. Eigentlich kann man Rectums Werke nicht so leicht in Schubladen stecken. Sie überschreiten einfach alle Genres. Ja, Romanzen sind langweilig. Du zensierst dich gerade selbst. Das ja, ist cool. Ganz gut. Das ist ja. Du kennst dich aus. Ja. Ja. Nee, und das ist. Ich mag eigentlich fast alles. Ich mag Romanzen, ich mag Krimis, ich mag Thriller, ich mag. Nein-Nein-Seiten. Jetzt kriege ich wirklich eine geschallert. Nein, tut sie nicht, keine Sorge. Du solltest aufpassen. Wenn du mich schlägst, dann lieber mit der Hand, genau. Du bist kein guter Schauspieler. Ich dachte, du willst mich jetzt so. Ja, wollte für die Kamera so, so hätte es ausgesehen, als hätte ich es gemacht, aber du hast ja nicht reagiert. Ah! Oh, Entschuldigung. Hauptsache die Story stimmt, eben. Genau. Also solange die Story interessant ist, ist auch alles okay. Weißt du, Miss, Rectum führt auch Regie bei einigen Kult-B-Movies. Ja, zum Beispiel bei B-Movie. Schon damals hatte er seine treuen Fans. Ich vermute, es liegt an seinem Auge fürs Detail. Ich meine, er ist wirklich ein absoluter Perfektionist. Aber irgendwie hat er es damals nicht geschafft, den normalen Kinogänger anzusprechen. Nun begann er vor etwa 20 Jahren, sich in Genres, dem Mainstream, anzunähern. Mit Liebesfilmen und solchen Sachen. Damals wurde er dann langsam populär, indem er an eine breitere Öffentlichkeit wandte. Sich wandte. Jetzt wird er als einer der größten Regisseure der unserer Zeit betrachtet. Seine Filme werden immer heiß erwartet. Ich muss sagen, ich habe seine Filme immer schon für pures Gold gehalten. Ich bin schon seit seinen B-Movie-Tagen ein Riesenfan. Bla 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 bla. Oh Gott, Hippo. Mein absoluter Lieblingsfilm ist Hippo, Nilpferd im Weltall. Oh Gott, das klingt ja wie Shark-Tornado oder so. Sharknado oder Planet der Nilpferde. Gut. Ich mag ja Tierfilme, Planet der Affen vor dem Wind. Ja! Echt jetzt? Planet der Affen ist cool. Hab ich nie gesehen.